Ja, die Geometrie ist im Falle von Vegetation durchaus von Belang. Es ist ganz einfach so, dass unterschiedliche Pflanzen unterschiedliche Geometrien aufweisen. Ja, im einfachsten Fall können Blätter von Bäumen eben blattartig strukturiert sein oder nadelförmig. Es kann sein, dass ein Baum Äste hat, die seitlich nach außen verlaufen oder eben auch nach unten hängen eher. Alle solche Eigenschaften sind durchaus relevant für die Radardaten, weil sie eben aufgrund der Interaktion mit diesen Objekten zu unterschiedlichen Rückstreu-Charakteristika führen können. Das hat man schon vor vielen, vielen Jahren erkannt und man versucht auch solche Strukturen, solche Vegetationsstrukturen zu simulieren und die Rückstreuintensität vorherzusagen. Ein sehr, sehr bekanntes Modell dafür ist das sogenannte Mimics-Modell, in dem tatsächlich Pflanzen in Einzelstrukturen zerlegt werden, also in die Pflanzenstängel, in die Blätter und bestimmte Formen und auch Orientierungen vorgegeben werden können, um letzten Endes tatsächlich die Radarrückstreuung für so eine Modellpflanze oder auch für eine Ansammlung von solchen Modellpflanzen vorherzusagen. Und das hilft ganz besonders wiederum, Radardaten zu interpretieren, weil ich solche Vorhersagen nutzen kann, um tatsächlich auch wiederum im Umkehrschluss durch die Inversion eines solchen Modells Rückschlüsse zu treffen, Rückschlüsse zu ziehen auf die tatsächliche Realität. Natürlich ist die Inversion eines Modells wie des Mimics-Modells relativ kompliziert, weil das von so vielen Parametern gesteuert wird und die Radarparameter, die ich maximal messen kann, sind maximal 8 Stück, ja, 4 Amplituden, 4 Phasen. Und das ist bei Weitem noch unterbestimmt, wenn es jetzt um die Inversion des Mimics-Modells geht. Es gibt aber auch weitaus einfachere Modelle, die mir es erlauben, anhand einfacher Gegebenheiten die Rückstreuintensität als auch die Phasenverläufe über pflanzenbedeckten Arealen vorherzusagen. Ein Beispiel für so ein Modell wäre das Water Cloud Model, das Wasserwolkenmodell letzten Endes, wo die Vegetation mit vielen kleinen Tröpfchen simuliert wird und auch gar nicht weiter differenziert wird zwischen verschiedenen einzelnen Pflanzen, sondern die Vegetationsschicht als Ganze wird simuliert. Und da spielen Parameter eine Rolle, wie ganz einfach die Höhe der Vegetationsschicht und auch die Dichte der Vegetationsschicht. Ja, die Dichte wird beispielsweise sich auf die Abschwächung der Radardaten auswirken und ja, die Höhe letzten Endes wird bestimmen, wie weit letzten Endes mein Radarsignal eindringen kann. Und zusammen mit der Abschwächung kann ich beispielsweise Vorhersagen treffen, ob es wahrscheinlich ist oder unwahrscheinlich, dass meine Radarwelle, die Mikrowelle, letzten Endes bis zum Waldboden vordringt oder zum überhaupt Boden der Vegetation.